So. Oh, Luftschneller. Gut. Hier sind Proppen von der Decke. Habt ihr gesehen? Da ist ein Blatt, da soll man eigentlich hochspringen. Mach ich aber nicht. Oh je. Gut, das war scheiße. Ich darf ja keine Leben mehr verlieren, wisst ihr ja. Ich hab ja nur eins. Und in dem Spiel halt ein paar mehr, aber... Boah, das war kacke. Aber hier ist eine Himbeere und Himbeeren geben Energie. Himbeeren sind sehr gesund. Nur nicht die im Rewe. So. Gut, dann haben wir hier so ein Raupe, alles ausgerottet. Ist klar, wisst ihr, wie das geht. Es ist immer das Gleiche. Und das Level ist sowieso ein bisschen... Oh, jetzt haben sie hier wieder so eine... Hier, was weiß ich, was das ist. Irgendein Sonic-Verschnitt. Ja, Sonic stinkt ja eh. Der ist blau und schnell und... Ja... Ist eigentlich ziemlich geil, aber stinkt. Ich mag Sonic nicht. Und hier Schlümpfe sind auch blau. Aber nicht gerade schnell. Und deswegen sind Schlümpfe auch scheiße. Ach, ich kann nicht mehr. Was haben die denn hier für Ungeziefer? Die spinnen doch. Los, das ist nicht normal. Ich verkünde den Ausnahmezustand. Fritz muss sich konzentrieren. Denn diese 7, wo es fällt, ist nicht zu spaßen mit. So, Akt Nummer 5 bestanden. Jetzt gucken wir weiter. Das Gebirge, gut. Das hört sich schon besser an. Das hört sich so an, als, ja, keine Ahnung, muss man auf den Berg steigen. Gut, habe ich wohl richtig gesehen. Oh, hier jetzt hoch ist gut zu wissen, sonst wäre ich da nie drauf gekommen, wenn ich da jetzt nicht links reingelaufen wäre. Was ich sowieso gemacht hätte, wenn keine... Das kotzt mich jetzt an, ich will... Komm, hier wird... Ja... Gut. Ah ja, gut, Steine fallen eben auf den Kopf, wenn man nicht aufpasst. Das ist aber egal, bei dem Schlumpf ist das nicht mehr viel zu... kaputt zu machen. Guckt euch diesen grenzdebilen Blick an. Wenn er nach oben springt, das sagt doch wohl alles. Ja, und das macht ihm Spaß. Juhu, und jetzt verpasst du noch dein Taxi. Komm. 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 Stell dich nicht so dumm an, wie ihr bist. Gut. Ja, und hier diese Biene Mayas ausweichen, ist klar. Ist normal. Oh, ficken. Entschuldigung für die Wortwahl, aber es ist wahr. Gut. Ah. Sex. Vögel. So. Ah, Coitus. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Na. Ah. So, jetzt lassen wir uns einfach nicht mehr treffen, dann muss mir auch nichts mehr einfallen. So, froh, ja, genau. Was ist das hier? Da kommt man auf jeden Fall nicht hoch. Aber hier jetzt wieder drin. Und das ist... Ah ja. Gut zu wissen. Also, das wurde nur gemacht, um uns in den Tod zu... Ah, gucke mal. Das war... Kommst du noch mal her, Bienchen? Flottet Bienchen. Fräulein. Ja, genau so. Das war... Hier, Bug-Abuse. Jetzt könnt ihr mich anzeigen. Ich will nicht Leben verlieren, weil das ist gefährlich. Ach, gut. Das war ja nochmal ganz einfach. Denn... Ja. Ich glaube, weitermachen. Genau. Die Reise mit dem Storch. Gut. Storch. Willkommen bei Nils Holgersson. Auch wenn bei ihm kein Storch war, glaube ich. Sondern... weiß ich nicht, Eichelheer oder so. Der war ja sehr klein, der Nils. Und dann... Oh, komm, was ist?
So. Jetzt haben wir Himbeere. Himbeere ist gut, wisst ihr aber alles schon. Ja, wie im richtigen Leben mal wieder. Was ist das? Habe ich jetzt das Spiel schneller gemacht? Ja, wieso eigentlich nicht? Einfach mal schneller machen und hoffen, dass nichts passiert. Wie? Hier ist nichts passiert. Nichts passiert. Das war gut. Ob das normal klappt? Nee. Naja, dann machen wir mal hier weiter. Aber das muss ich mir merken. So kann man Zeit sparen. Wenn man clever ist. Ja, hat wieder geklappt. Seht ihr? Da kann ich mir diese wie heißt das? Langweiligen Level hier ersparen, wo es nur in eine Richtung geht. Das ist total, ist ja praktisch wie jedes Level und ist deswegen langweilig. So, die alte Joltmine, what? Gut, dann fangen wir uns mal, ihr seht nicht, was gibt es in Goldminen so? Und jetzt kommt mir nicht an mit Gollum. Gut, ah, da können wir rüber, das ist gut. Habt ihr an uns gedacht, für die lieber unten langfahren. Ich mach mal das hier. Vielleicht hilft das. Gucke, Auto, ja. Autofahren ist gut und Autofeuer ist auch gut. Jetzt müssen wir springen, deswegen habe ich hier nochmal gespeichert. Ne, ich speichere sowieso immer. Aber ich würde mal sagen, hat sich jetzt intelligenter angehört. Oh. Hier springen. Na, das ist kein Problem. Die Blätter einsammeln, damit wir uns nachher auch den Arsch abputzen können, wenn wir vor Empörung hier über das Spiel alles vollscheißen in unserem alten Heim. Ihr wisst ja nicht, wie alt ich schon bin. Wollt ihr auch ja nicht wissen. Ich bin wahrscheinlich der älteste Let's Player auf dieser Welt. Gut. Das ist total unpro. Was? Jetzt? Im Vulkan, naja. Gut. Dann gucken wir mal. Oh ne, sehe ich das jetzt richtig? Moment, wie war? Was? Kommt. Ja, hier. Oh, das ist ja wieder. Also, Fritz. Uff. Gefährlich. Konzentrieren. So, oh ne. So. Kalle zieht jetzt sein Cheerleader-Kostüm an und, ja, dann holt er seine Bommeln raus und schwenkt mit denen ein bisschen rum, wie er jeden Tag macht. Nur diesmal sind sie aus Wuschel und die glitzern. Ja. Gut, Kalle, reicht. Hab hier noch gesehen. Moment, wir müssen hier hoch. So. Das ist Exit. Gut. Ah, das ist super. Ach ja. Das. Ah, Akt 9. Na gut, dann kann ja jetzt. Oh. Das hört sich nicht gut an. Gucken wir mal, was hier ist. Ah ja. Oh, sag mal. Ich glaube. Ja, was? Logik. Ah, der macht da. Der macht da Feuer unter meinen Poppes. Nee, das ist nicht gut. Aber wie machen wir den denn? Das ist ja total bescheuert. Hier. Der kann nicht weit werfen, dieser Scheißschlumpf. Nennt sich Muskelschlumpf. Das kann ich angehen hier. Komm. Komm, du. Streng dich doch mal an, du kleine blaue Furzwanze hier. Kriegst du gleich ein OB in dein Ding geschoben. Ah, das ist wieder. Das ist ja nichts. Kalle, lach nicht. Komm denn. Sterb. Komm. Komm. Ja, was denn? Hab ich ihn jetzt besiegt, oder was? Aber ich kann nicht runterspringen. Ah, jetzt heult er. Na, Tavaluga. Alles klar, wa? Oh, das.
Ja, Leute, ich glaube, damit... Das ist doch... Was ist das für eine... Pups! Ich hab keine Chance. Was? Wenn ich jetzt hier so... Kann ich... Vielleicht mal mit Anlauf. Vielleicht mit Anlauf ins Verderben. Ja, Leute, ich würde sagen, das muss ich nochmal machen. Ich bin zu doof. Also... Nee, nicht ekel, aber guckt euch dieses Vieh an. Ich würde sagen, im nächsten Teil geht es weiter. Freut euch und schaltet nicht wieder ein. Hört einfach mal auf mich. Tschüss, Noobs.